Hallöchen, meine liebe YouTube-Freunde, wir reagieren heute auf Büchler-Musikproduktion und zwar an Don't Let Me Fall. Wie kommt es dazu? Der liebe Büchler-Musikproduktion ist auf mich zugekommen im Livestream von TikTok und hat gefragt, ob ich doch auf was reagieren könnte. Ich für meinen Teil habe dann gedacht, so, okay, können wir machen. Machen wir gerne. Und das tun wir jetzt auch natürlich. Weil es einfach schön ist und ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt und musste dann sagen, so, okay, ja, wir probieren es, wir machen es, weil es irgendwie für mich Sinn ergibt. Das ist von der lieben Sia, was er da abgemischt hat. Und wir hören uns einfach mal rein. Der ganze Text ist auf Englisch. Ich habe extra die Untertitel an. Die Untertitel sind automatisch generiert, tatsächlich. Und wir gucken, was dabei rauskommt. Wir werden ein bisschen anhalten, wir werden ein bisschen darüber diskutieren. Ich werde das auch so nochmals zu versuchen zu verstehen. Ich habe hier nochmal den Untertitel auf dem Zweitbildschirm, um einfach so ein bisschen, weil man weiß immer, dass Untertitel, Übersetzungen meistens nicht immer haargenau sind. Ich bin aber gespannt, was das Lied bringt. Das heißt, wir trinken noch ein Schlückchen und dann sind wir auch startklar für diese kleine Folge. So, let's go, würde ich sagen. Dann machen wir mal Play und gucken, was dabei rauskommt. Play, 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 Die Musik. Also jetzt schon nur die erste. Die Musik. Alter, der Beat. Der gefällt mir richtig gut. Okay, du warst nicht da, als ich allein im Krankenwagen lag. Lässt jetzt natürlich ein bisschen und auf die Wände starrt, lässt natürlich viele Fragen offen. Das, was jetzt da nicht ganz genau übersetzt war, war noch Tränen in den Augen, so viel in meinem Kopf. Also sie dabei Tränen in den Augen hatte, als sie da drin lag und sie viele Gedanken im Kopf hatte. Weil du nicht tot warst? Nicht da warst oder tot warst? Das ist jetzt, wow. Okay. Jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen richtig re reproduzieren. Ich glaube, es geht eher darum, also so wie ich das so ein bisschen verstehe, dass nicht das Tod gemeint ist, sondern weil es er nicht entweder nicht da war oder noch in ihrem Kopf war. Weil so viel in meinem Kopf und da kommt nichts, aber dass er sie dazu geführt hat, dass sie im Krankenwagen lag. So würde ich das jetzt rein theoretisch rein interpretieren in die ganze Geschichte. Ich vermute, es geht genau darum, dass es eine Trennungsgeschichte ist. Entweder eine Trennungsgeschichte, was aber halt wiederum keinen Sinn macht mit dem Sohn, aber ich weiß halt nicht, ob es jetzt um einen Mann dreht oder um eine weibliche Person. Es geht halt nicht raus hervor, aber durch das Nacken liegen, Küssen, sagen, tut mir leid, denke ich eher oder ich liebe dich, das ist eher in Richtung Beziehungsdrama-Dingenskirchens geht. Zumindest verstehe ich das jetzt so aus diesem Text, aus diesem Kontext. Obwohl das Sohn jetzt da in der Übersetzung null Sinn macht. Denn, warte mal, ich kann mal kurz schnell gucken, wie es hier drin ist. Ich will kurz nur schnell gucken, ob es hier drin irgendwo ist. Weil hier drin lese ich nirgends Sohn. Also, es hat jetzt tatsächlich nicht mit dem Sohn zu tun, das ist halt wieder diese Übersetzung manchmal, die nicht so sauber läuft, aber ich vermute, es ist wirklich ein Trennungssong.
dass sie das noch nicht ganz verarbeitet hat und das versucht damit zu verarbeiten. So würde ich jetzt sagen. Dass sie ihn eigentlich zurück möchte, aber sie Angst hat, dass sie ihn wieder fallen lässt. Entweder er oder sie. Es kann ja beides sein. Wow, du sollst es sehen, dass es mir schlecht geht, eigentlich in dem Sinn, während du mich ignorierst. Bitte lass mich glauben, dass deine Liebe zu mir echt ist, okay? Weine beiseite, während ich diesen Text so sehr in meinem Kopf schreibe. Also wahrscheinlich, dass sie, während sie den Text geschrieben hat, auch geweint hat dabei. Okay. Okay. Da geht es dann wieder um Eifersucht. Also ich denke, jetzt wenn ich so das so weiter verstehe, den Text, dass es wirklich darum geht, um so eine Liebesgeschichte. Vielleicht so ein kleines Liebesdrama. Dass ich dabei eifersüchtig war und dass sie es immer noch ist, weil sie Angst hat, ja. Mit dem Ambulanzcar, das wirkt halt so, dass irgendwie durch die Trennung oder durch dieses Liebesding irgendwas mit ihr passiert ist, dass sie einen Krankenwagen gebraucht hat und sie das nicht verstehen konnte, so ein bisschen in die Richtung. Why wasn't you there like I was before? While I was scared with tears in my eyes. Eigentlich, dass sie das bereut, dass er nicht so wie vorher ist, oder dass die Beziehung sich verändert hat, also und dass er nicht mehr so wie früher war, wo sie ihn kennengelernt hatte. Da gibt's halt immer zweierlei Sachen. Warum ist das so? Wieso ist das so? Das kann viele Gründe haben. Zum Beispiel auch, wenn die gegenüberliegende Part sich auch verändert oder so, dann verändert sich alles so ein bisschen. Das kann natürlich auch sein. Ich verstehe diesen Text irgendwie ganz gut. Und er berührt mich. Wow. Sie sagt eigentlich in dem Moment, dass er schuld daran, oder er oder sie schuld daran ist, diese andere Person, dass sie im Krankenwagen war. Das ist harter Tobak. Das ist immer harter Tobak. Schön. Ach, das ist ein wunderschöner Text.
weil ich ihn auch teilweise nachvollziehen kann tatsächlich. Wow, jetzt habe ich hier keinen Sound drin. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe jetzt extra umgeschaltet, aber ich habe hier natürlich keinen Sound drin. So, machen wir das kurz so. Ich muss sagen, echt super gemacht. Echt super gemacht. Warum habe ich jetzt den Sound da nicht? Warum kommt der Sound nicht? Wow, Scheibenkleister, Scheibenkleister. Lassen wir das so. So. Nichtsdestotrotz, ich finde das extrem schön gemacht. Der Beat ist mega. Das, was jetzt für mich vielleicht ein bisschen hätte besser sein können, ist die Stimme, um das besser zu verstehen. Also sprich, ein bisschen lauter. Das ist das Einzige, was ich jetzt sagen würde. So, das wäre cool gewesen. Aber der Text, auch die Stimme an sich, mega. Passt dazu. Passt auch zum Beat. Da hat er sehr gute Arbeit dran gemacht. Auch mit dem Abmischen, mit dem Mischen, Schluss am Ende, mit dem Mastering. Schön. Gefällt mir. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben da über einen netten Kommentar. Würde ich mich sehr freuen. Sagt uns, worauf wir als nächstes reagieren sollen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Wir sehen uns dann bald wieder. Bis dahin verbleibe ich als euer Feuerdo und sag ciao, ciao mit V, Kakao.